Das alte Jahr geht für viele heute auch mit Sport zu Ende. Da darf bei uns Martin Lang nicht fehlen. Silvesterlauf, du hast heute auch wieder zugeschaut. Ja, die Ausrede war jetzt zu kurz. Also die Zeit war zu kurz, um eine Ausrede parat zu haben, so wie du und die Frau Dr. Vogel, die auch nicht mitgelaufen sind im Übrigen. Aber es war trotzdem sehr unterhaltsam. 46. LCC Wien Silvesterlauf. Start vor der Universität auf der Ring. Und natürlich geht es beim Silvesterlauf um eine gewisse Form des Outfits, lustige Kostüme, wohin mehr oder weniger das Auge blickt. Aber in diesen Kostümen muss man auch laufen, beziehungsweise unser natürliches Outfit. Ja. Mit unserem natürlichen Lebensraum verlassen und hoffen, dass wir nicht zu stark zerfallen. Gemütlich gemeinsam laufen, ja, überholen, na ja, nein. Alle Jahre als Obelix, jetzt war zwei Jahre Ruhe. Wir schwitzen beim Rennen immer. Also wir wünschen allen Zuschauern alles Gute. Die Tore und der Nemo verstecken sich in den Anemonen. Wie läuft man mit sowas? Ja, das wissen wir noch nicht. Also ob dann kostümiert oder eben auch nur sportlich angezogen. Startpunkt 11 Uhr, 5,5 Kilometer. Der schnellste war übrigens der Marathon-Staatsmeister Mario Bauernfein. 15 Minuten, 37 Sekunden. Und die schnellste schon als Olympia-Vorbereitung, wenn man so will, die Wiener Triathletin Lisa Hauser in knapp 18 Minuten. Zum Jahresabschluss immer einmal um den Ring laufen und um Wien, ist schon richtig cool. Und es ist immer wieder was ganz Besonderes, am letzten Tag des Jahres zu gewinnen. Wir sind eh um den Ring geschwommen. Die meisten hatten also auf jeden Fall Spaß und natürlich auch Bewegung am Ende des Jahres. Und das darf natürlich dann auch immer beim Silvesterlauf nicht fehlen. Prosit, naja.